Okidoki. Das ist Lilly. Gerade geht sie ihrem größten Hobby nach, dem Ballett. Lilly möchte später einmal auf den großen Bühnen der Welt tanzen. Heute trifft sie auf jemanden, der bereits auf den größten Bühnen Österreichs tanzt, Rebecca Horner. Früher als junger Filmstar zu sehen, ist Rebecca heute die prima Ballerina der Wiener Staatsoper. Mit anderen Worten, sie tanzt die Hauptrolle. Heute erhält Lilly einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Hallo Rebecca. Hallo Lilly. Also ich wärme mich jetzt gerade auf für mein neues Stück, für die Probe. Mhm. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du mir zeigen, wie du dich normalerweise aufwärmst okay. vor dem Training. Da sagt Lilly nicht nein. Na, das sieht ja richtig schön aus. Schön dehnen. Das ist eine von meinen Lieblingspositionen hier. Und deine, Lilly? Also man macht so und streckt dann die Beine aus und überkreuzt sie so. Und dann macht man so. Oh oh, schwächelt da jemand? Boah, du machst es gut. Ist anstrengend. Ja, schon. Wie hast du es geschafft, so weit zu kommen? Ich habe nie aufgehört, an mir zu arbeiten. Und natürlich die Leidenschaft ist wichtig. Manchmal denkt man so, jetzt geht's nicht mehr. Aber man darf dann nicht vergessen, warum man das machen möchte. Weil im Endeffekt ist es so wunderschön, auf der Bühne zu stehen. Rebecca hat den Beruf, von dem viele träumen. Doch dahinter steckt viel Arbeit. Sie trainiert jeden Tag. Und wie fühlt es sich jetzt eigentlich an, auf der Bühne zu stehen? Sagst du, das ist so überwältigend. Am besten, wir schauen uns das einfach an. Wow. Der Luster ist toll, oder? Ja. Blendet das eigentlich nicht das Licht? Also der große Luster, der ist abgedreht. Wenn Vorstellung ist, dann ist es eigentlich alles ganz finster. Und auf der Bühne haben wir so ein starkes Licht von der Seite und von oben, dass wir im Zuschauerraum nur schwarz sehen. Aber jetzt runter von der Bühne. Die Vorstellung beginnt. Licht aus. Wow. Schau dir diese Bewegungen an, Lilly. Da ist Rebecca. Und wer weiß, vielleicht tanzt du eines Tages auch die Hauptrolle. Hallo, Okidoki.